Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Einen schönen guten Tag vom regennassen Norrisring. Es ist Freitag, es ist der 1. Juli 2022 und das, was Sie da im Bild sehen, das ist der DTM Classic Cup mit einem klasse Feld, mit 24 historischen Tourenwagen der STW-Meisterschaft, der alten historischen DTM. Auch Klasse 1-Fahrzeuge sind mit dabei und Sie sehen es schon, Wet Practice steht da im Bild und das ist genau das, was uns und Ihnen jetzt bevorsteht in den nächsten 30 Minuten. Das freie Training bei regennasser Strecke. Das Ganze hat überhaupt gar keine Relevanz für eine Startaufstellung. Morgen früh um 9.05 Uhr oder 9.10 Uhr, da findet das Qualifying statt zum ersten Rennlauf. Es gibt ja zwei Rennläufe an diesem Wochenende hier auf dem Norrisring. Das freie Training ist eigentlich nur eine Standortbestimmung. Und dann eben noch bei Nässe. Morgen sind die Wettervorhersagen hier zum Glück ein kleines bisschen positiver. Warm soll es werden. 26 Grad am Samstag, 31 Grad am Sonntag. Und natürlich wird es da trocken sein. Aber dieses freie Training im Nassen, das wird möglicherweise ganz besondere Erkenntnisse hervorrufen. Nämlich, was ist denn im Falle, wenn es vielleicht doch mal regnen sollte, wenn es vielleicht ein Gewitter geben sollte, dann muss man gerüstet sein. Und das wissen auch die Piloten, die hier jetzt auf die Strecke hinausfahren. Einer fährt nicht, der steht am linken Rand der Boxengasse. Das ist der Audi 200 Quattro Turbo von Thomas Wandl. Das Auto steht noch still und da sehen Sie bereits ein Transparent am Streckenrand, das eine der prominenten Personalien an diesem Wochenende beschreibt. Nämlich der ehemalige DTM-Meister Bruno Spengler ist am Start im DTM Classic Cup auf einem BMW 1320i. Eine 1997er STW-Auto, ein super Tourenwagen mit etwa 310 PS. Und da sehen Sie ihn auch schon im Bild. Bruno Spengler, gebürtiger Kanadier, lebt heutzutage im Elsass und der ist unterwegs im BMW Classic Design. Da gibt es ja ein großes Jubiläum an diesem Wochenende zu feiern, 50 Jahre M. Und da sehen Sie, wie wild die Scheibenwischer hin und her pendeln bei diesem BMW 320i aus dem Schnitzer Klassik-Rennstall von Steffen und Yannick Trautwein. Die haben vor einiger Zeit in Freilassing die Restbestände oder die Altbestände dieses traditionsreichen BMW-Rennstalles übernommen. Da gibt es Rauchzeichen bei einem der STW-Audi. Das ist das ehemalige STW-Einsatzauto des Italieners Emanuele Pirro. Es ist nicht so ganz genau zu sehen, was da die Ursache ist, aber ein schleifender Reifen dürfte das eigentlich nicht sein. Bei dieser Rauchentwicklung, das könnte auch eine festgegangene Hinterachse zum Beispiel sein oder natürlich auch ein Motorenproblem bei Markus Reich müsste das sein. Es sind zwei Österreicher ja am Start mit diesen Audi A4 STW, nämlich Markus Reich und Willi Salzgeber. Der eine mit dem ehemaligen Einsatzauto von Emanuele Pirro unterwegs. Dieses Auto sehen Sie hier im Bild mit Startnummer 40 und sein Landsmann Willi Salzgeber mit dem ehemaligen englischen BTCC-Einsatzauto des Elsässers Ivan Mouyer am Start. Da hat es einen Dreher gegeben, das müsste die Grundigkehre gewesen sein für den tiktakfarbenen BMW M3 E30 aus den Niederlanden mit Marc Verhaer. Der fährt jetzt auch direkt in die Boxengasse hinein, ist weil übrigens nicht die Grundigkehre, sondern die Dutzenteichkehre und da ein weiterer Prominenter im Bild. Es sind ja insgesamt 7 ehemalige DTM-Piloten am Start und das da ist der DTM-Meister des Jahres 1990. Hans-Joachim Striezel-Stuck auf dem Audi V8. Noch sehr, sehr vorsichtig unterwegs mit Allradantrieb, dieses Auto ausgestattet aus dem Fundus des Landshuter Unternehmers Anton oder Toni Werner. Der hat diesen Audi V8 bereitgestellt an diesem Wochenende. Eine 1992er Ausbaustufe, das sehen Sie an diesem aerodynamischen Evolutionspaket. Dieses Auto auch im vergangenen Jahr am Start gewesen, im Oktober. Rauchzeichen bei Bruno Spengler auf der Start- und Zielgeraden. Und da bleibt der BMW 320i STW stehen, fährt an den Streckenrand. Also Rauchentwicklung bei zwei STW-Tourenwagen in einer ganz frühen Phase, in den ersten 5 Minuten dieses freien Trainings.
Bruno Schwengler bleibt am Streckenrand stehen. Da qualmt es ganz gewaltig aus dem Auspufftrakt. Also auch das könnte natürlich auf ein Motorenthema hinweisen bei diesem bildschönen 97er STW Supertourer, bei diesem BMW 320i. Das ehemalige STW-Einsatzauto des Venezolaners Johnny Cecotto. Und den Venezolaner zitiert auch dieser BMW M3 dort im China-Design. Da sitzt ein US-Amerikaner am Steuer. Dieses Auto sehen wir im zweiten Tableau im Moment aber noch nicht. Und da werden rote Flaggen geschwenkt bei Start und Ziel. Das bedeutet Unterbrechung oder Abbruch dieser freien Trainingssitzung. Sie sehen auch das Textfeld in der Bildmitte. Session stopped. Ein weiterer interessanter Audi im Augenblick noch auf der Strecke und im Bild. Das ist der Audi 200 Quattro Turbo mit Anton Werner, der Teamkollege von Hans-Joachim Stuck. Ehemaliges Gruppe A-Auto, das Sie einerseits aus der DTM-Historie kennen von Freddy Kotolinski. Da gab es mal zwei Einsätze mit diesem Audi 200 Quattro Turbo. Aber Freunde der Nürburgring-Nordschleife kennen dieses Auto insbesondere von 7-24-Stunden-Rennen. Unter anderem mit Christian Kohlhaas, das ist der heutige Betreiber von Racing One. Hier noch einmal die Zeitlupe, die Wiederholung des Motorenthemas bei Bruno Spengler. Ich will es nicht beschreien, aber das hat nach einem massiven Motorschaden ausgesehen, weil diese Vehemenz dieser Rauchentwicklung auf der Start- und Zielgeraden kein gutes Zeichen. Und das ist mit Sicherheit die Ouvertüre einer langen, arbeitsreichen Nachtschicht für die Mannschaft von Steffen und Yannick Trautwein, die sich der Historie des Schnitzer BMW-Rennstalles verschrieben haben. Und dieses Ereignis mit Sicherheit der Auslöser für die Unterbrechung der freien Trainingssitzung. Ein weiteres prominentes Auto im Starterfeld des DTM Classic Cups. Das ist der 1995 eingesetzte Klasse 1 Opel Calibra 4x4, ehemals gefahren von Keke Rosberg, inzwischen von Ronny Scheer und Stefan Mücke an den Start gebracht. Da hat sich jetzt ein kleiner Verkehrsstau gebildet. Da sehen Sie unter anderem einen weiteren Klasse 1 Opel. Das ist ein Opel Astra V8 Coupé des Jahrgangs 2003. Hier nochmal im Bild die erste Rauchentwicklung in einer ganz frühen Phase. Das war Markus Reich mit dem Audi A4 STW. Da qualmt es ganz gewaltig aus dem rechten vorderen Rathaus und dann zieht dieser Rauch unter dem Wagenboden heraus und das Ganze sieht aus wie ein Motordefekt oder ein Hinterachsdefekt, aber möglicherweise hat das auch andere Ursachen. Tja, hier ist am Nürburgring jetzt erst einmal Pause. Das sehen Sie auch an den Gesichtern der Fans auf der Tribüne. Noch ein Prominenter im Bild. Sie haben gerade den Helm gesehen mit den bayerischen Rauten. Seine königliche Hoheit, SKH heißt das abgekürzt, Prinz Leopold von Bayern. Auch der ist in diesem Rennen mit von der Partie mit dem BMW 320i BTCC de Schmal aus Düsseldorf. Der liegt im Moment an gesamt fünfter Position. Marc Hessel hat das Auto warm gefahren während der ersten Minuten dieses freien Trainings. Da geht ein Reinigungsfahrzeug auf die Strecke. Das könnte darauf hinweisen, dass da eine Ölspur entfernt werden muss. Und das wäre natürlich dann wirklich der Hinweis auf einen Motorschaden. Weil immer da, wo ein Motor kaputt geht, tritt einfach auch Öl aus. Und da muss die Ölwehr jetzt erst einmal antreten, um dieses Gemisch aus Regenwasser, es ist ja eher so ein Sprühregen, es ist kein wirklicher Dauerregen, aber nass ist der Asphalt eben dann doch. Und ausgetretenem Schmiermittel wieder zu entfernen, das kann natürlich eine sehr, sehr rutschige Melange werden. Da möchte niemand drauf ausgleiten und Sie sehen es hier auch in der Nahaufnahme, ja, eindeutig ist da Öl ausgetreten. Da schimmert es in allen Spektralfarben und das muss natürlich jetzt erst einmal abgebunden werden. Ja, das ist die Krux bei diesen klassischen Renntourenwagen. Manche dieser Fahrzeuge sind weit über 30 Jahre jung, reichen zurück in die Tiefen der 80er Jahre, zum Beispiel der BMW 635 CSI,
die Gruppe A, den der ehemalige DTM-Vizemeister Olaf Manthey an diesem Wochenende steuert, zusammen mit Peter Schumann aus Saarbrücken. Dieses Auto ist 1983 schon in der Tourenwagen-Europameisterschaft am Start gewesen. Das ist 39 Jahre her. Und natürlich darf an so einem altehrwürdigen Renntourenwagen auch mal ein bisschen Öl auslaufen. Das liegt in der Natur der Sache, auch wenn diese Fahrzeuge heutzutage alle hochprofessionell gehandelt und gewartet und eingesetzt werden von entsprechend aufgestellten Teams, wie zum Beispiel Schnitzer BMW Classic oder auch der Mücke Motorsportmannschaft aus Berlin. Die Ölwehr wird noch eingewiesen, bekommt jetzt weitere Anweisungen. Ja, und das Dumme an dieser Geschichte ist, dass die Zeit natürlich jetzt unbarmherzig weiterläuft. Es verbleiben noch 19 Minuten und 30 Sekunden in diesem freien Training. Und da der Zeitplan hier auf dem Nürburgring eng gedrängt ist, wird es nicht die Möglichkeit geben, die verlorene Fahrzeit später dran zu hängen, sondern das ist die Zeit, die den Piloten am Ende dann fehlt. Und es bleibt zu hoffen, dass die Ölwehr da jetzt möglichst schnell zu Werke geht, damit dieses freie Training noch einmal aufgenommen werden kann. Für uns ist das die Möglichkeit, mal in die Rundenzeiten zu schauen. Ich habe es Ihnen ja schon erklärt, die haben keine Relevanz für eine Startaufstellung. Das passiert erst morgen früh im ersten Qualifying, sondern diese Rundenzeiten sind eine reine Standortbestimmung über die Kräfteverhältnisse in diesem großen, umfangreichen Feld. Ganz vorne an der Spitze der Österreicher Willi Salzgeber mit Startnummer 24. Das ist ein Audi A4 STW, also ein 2-Liter Supertourenwagen mit einer Rundenzeit von 1:15.466. Auf Rang 2 Klaus Hoffmann, wieder erwarten Solist an diesem Wochenende mit dem Opel Astra V8 DTM Coupé des Jahrgangs 2003. Eigentlich hätte der Fernsehjournalist Tim Schrick am Wochenende in diesem Auto sitzen sollen. Der hat sich krankheitsbedingt aber abgemeldet. Und Klaus Hoffmann, ehemaliger Bergrennfahrer, nun also bei seinem Rundstreckenauftritt hier ein Solist mit der Startnummer 19. An dritter Stelle für viele der Geheimfavorit auf den Gesamtsieg hier am Nürburgring, Bruno Schwengler, der Franco-Kanadier mit dem BMW 320i STW des Jahrgangs 1997. Das war allerdings auch derjenige, der diese Ölspur jetzt mutmaßlich zurückgelassen hat. An dritter Stelle mit einer Zeit von 1:15.700. Rückstand auf die Trainingsbestzeit 0,2 Sekunden, also 0,2 Sekunden. Das ist tatsächlich marginal und es lässt natürlich auf ein spannendes Qualifying und auf spannende Rennen hier am Nürburgring schließen. Rang 4 für Anton Werner mit der Startnummer 444, das ist der orangefarbene Audi 200 Quattro Turbo. Ehemals von Freddy Kotulinski ein solches Modell gestartet in der DTM und später eben beim 24-Stunden-Rennen exakt dieses Auto mit Christian Kohlhaas eingesetzt. Dann auf dem 5. Rang Marc Hessel gemeinsam mit Prinz Leopold von Bayern auf dem BMW 320i. Gerhard Füller folgt an 6. Position mit dem 1999 von Uwe Alzen gefahrenen Opel Vectra STW. Dann folgt mit Peter Zimmermann ein BMW 325i Gruppe A an 7. Stelle, an 8. Stelle. Dann ein weiterer Österreicher im Feld. Das ist Christian Küberl mit einem bildschönen in Bastos-Farben gehaltenen BMW M3 E30 vom 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Dieses Auto ehemals gefahren von zwei Tschechen, nämlich von Bratislav Enge und von Václav Berwit. Und dann an 9. Position, das ist Max Huber aus München mit dem einzigen Ford im Feld. Nee, es ist nicht der einzige Ford im Feld. Da gibt es nämlich noch einen ganz prominenten, nämlich den Ford Mustang. Aber im Moment ist der Mondeo noch schneller mit Max Huber aus München an gesamt 9. Position. Dann folgt Stefan Mücke, allerdings noch ohne Rundenzeit. Und eben dieser Stefan Mücke, der sitzt an diesem Wochenende auch im Ford Mustang, das ehemalige DTM-Einsatzauto des Berliner Sanitär- und Heizungsbauunternehmers Gerd Ruch. Dieses Auto kennen noch sehr, sehr viele Freunde der klassischen DTM und sowohl den Mustang als auch den Calibra teilt sich Stefan Mücke mit Ronny Scheer aus Dresden.
Und beim Ford Mustang, da muss noch ein dritter Name genannt werden. Dieses Auto ist nämlich eine Leihgabe aus dem Fundus von Guido Momm aus Kelberg in der Eifel. Der schaut uns mit Sicherheit jetzt auch zu und erlebt den BMW 320i von Bruno Spengler auf dem Abschleppwagen. Da gibt es jetzt gerade noch eine gastronomische Empfehlung. Ich glaube, da war so ein Frühstückchen im Bild. Nein, Markennamen wollen wir natürlich nicht nennen. Und da wird der Havarist aus dem Schnitzer BMW Classic Team jetzt zunächst einmal ins Fahrerlager zurückgebracht. Während hier reichlich Spülwasser im Einsatz ist bei der Ölwehr, wollen wir hoffen, dass das Ganze jetzt auch von Erfolg gesegnet sein wird und wir die Fahrzeuge Ihnen gleich noch einmal präsentieren können in diesem freien Training. Auf dem Norrisring am Freitagnachmittag die einzige freie Trainingssitzung. Ja, da schimmert es noch bunt auf dem Asphalt. Also so richtig weg ist diese Ölspur noch nicht. Da muss mit Sicherheit noch 2-3 Minuten intensiv gearbeitet werden. Und an diesem BMW 320i, da ist das mit Sicherheit auch der Fall. 50 Jahre M und natürlich will die Schnitzer BMW Classic Mannschaft dieses Auto wieder an den Start bringen, morgen zum Qualifying. Und da gibt es mit Sicherheit eine längere Schrauber-Session in diesem Schwarzwälder Team, das in Schiltach zu Hause ist. Vater und Sohn Trautwein ja schon einige Jahre im historischen Tourenwagen-Rennsport mit von der Partie. Vorne am Ausgang der Boxengasse, da hat sich Olaf Mantai bereits in Position gebracht mit dem BMW 635 CSI Coupé. Ein ausgewiesener Regen- und Driftspezialist. Der hatte sich mit Sicherheit gefreut auf ein paar herzhafte Drifteinlagen in diesem nassen, freien Training. Und wollen wir es hoffen, dass er die Gelegenheit dazu bekommt und dass wir vor allen Dingen auch die Gelegenheit bekommen, ihm diese Bilder nach Hause in die gute Stube zu liefern an diesem Freitag als Einstimmung auf das Norrisring-Wochenende. Und da sehen Sie noch einmal dieses große 24-Wagen starke Feld. Da werden Reifen gewechselt am BMW 320i. De Schmal aus Düsseldorf, Marc Hessel ist im Auto entstiegen. Prinz Leopold von Bayern, der steigt gerade ein in diesen BMW mit der Startnummer 20. Im Übrigen das zweitplatzierte Auto vor 6 Wochen auf dem Lausitzring. Also ein Auto mit 2,5 Liter Vierzylindermotor der Baureihe S14. Dieser BMW 320 IS BTCC mit Sicherheit eines der favorisierten Autos an diesem Wochenende. Blick ins Cockpit beim BMW 635 CSI Coupé. Da sehen Sie einen offenen Helm in Weiß. Und wenn da zwei schmale rote Streifen drauf sind, dann dürfte das der Helm von Olaf Mantai sein. Und wollen wir hoffen, dass wir den in den verbleibenden Minuten hier auf dem Norrisring noch einmal in aller Herrlichkeit und Driftkunst erleben. Am linken Bildrand, da sehen Sie den Ford Mustang von Ronny Scheer und von Stefan Mücke. Das Auto, das ab der DTM-Saison 1989 von Gerd Ruch eingesetzt worden ist. Bis 1994 war es im Einsatz. Also 6 lange Rennsaisons ist dieses Auto im Einsatz gewesen. Dann ist es restauriert worden bei Mücke Motorsport Classic. Da sehen Sie den Stefan Mücke auch mal ganz kurz im Bild. Das ist der junge Mann im rosa-weißen BWT-Rennanzug. Das bedeutet, dass Ronny Scheer am Steuer sitzt. Und das hier ist der augenblickliche Trainingsschnellste. Der Österreicher Willi Salzgeber im ehemaligen englischen BTCC Audi A4 STW, das ehemalige englische Einsatzauto des Elsässers Yvan Mueller. Fahrzeug der Rennleitung auf der Strecke unterwegs, das deutet auf eine erneute Streckenabnahme hin. Da wird wahrscheinlich geschaut, ob die Ölspur inzwischen entfernt worden ist, ob die Brems- und Einlenkpunkte alle wieder vertretbar sind, auch bei dieser nassen Piste. Es gibt hier am Norrisring natürlich eine ganze Reihe Bodenwellen und in diesen Bodenwellen, da sammelt sich natürlich auch schon mal Regenwasser. Und den jungen Mann, den Sie da kurz im Bild gesehen haben, im Regenmantel, das ist der Serienchef Peter Oberndorfer. Auch der ist am Norrisring schon Rennen gefahren, zum Beispiel in der DTM 1988, den Alpina BMW M3 E30 in leuchtendem Grün lackiert. Dieses Auto sehen Sie ebenfalls hier in diesem Feld mit dem 24-jährigen Gießener Moritz Horn. Ja, die Ölwehr ist inzwischen wieder vom Streckenrand abgebogen, aber da sehen Sie eine weitere Spur. Das scheint aber die Einfahrt in die Boxenreihe zu sein. Möglicherweise wird
wird den Fahrern jetzt mitgeteilt, dass sie diese Ölspur auch ein bisschen umfahren können, damit wir hier nochmal einen Trainingsbetrieb erleben. Immerhin verbleiben ja noch 10,5 Minuten auf dem regennassen Norrisring am Freitagmittag. Tja, wäre natürlich schade, wenn wir hier gar keine Action mehr erleben würden mit dem DTM Classic Cup. Da werden die Streckenverhältnisse noch einmal genauestens beäugt. Ja, das Ganze muss natürlich sicherheitstechnisch vertretbar sein, denn niemand möchte hier eine Orgie der Pioretten erleben. Und deswegen muss man jetzt nochmal einen genauen Blick auf den Asphalt werfen, auf den nassen Asphalt, der gleichzeitig mit Öl getränkt ist. Tja, das Minenspiel der Offiziellen sieht jetzt nicht ganz so hoffnungsfroh aus. Und die Uhr, die läuft immer weiter. Schöne Gelegenheit, dass wir auch mal einen Blick auf die Tribünen werfen zu den Fans. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr schon am Freitagnachmittag da seid. Hier wird noch schnell ein Bild gezückt für die Ewigkeit. Ja, ja, hol mal schnell das Fotohandy raus. Genau, wer weiß, wann ihr euch nochmal am Fernsehen seht, ne? Genau. Schöne Grüße aus der Combox hier auf der Zeppelinwiese. Und einen Daumen hoch. Und ja, überhaupt schon ganz schön viele Menschen hier am Norrisring am Freitagnachmittag. Natürlich ist die DTM auch schon hier zu Gange mit den ersten Trainingssessions und es gibt ja dort auch zwei Lokalmatadore mit Maximilian Götz und mit dem Mega-Marco aus Fürth, mit Marco Wittmann. Der hat in diesem Feld des DTM Classic Cups übrigens Verwandtschaft am Start, nämlich den eigenen Vater und den eigenen Bruder, ebenfalls mit einem BMW M3 E30 unterwegs. Herbert Wittmann, der Herr Papa, und Nico Wittmann, der Bruder. Und da sehen Sie eine weitere sehr schöne Studie. Früher hieß es mal Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Ja, das tun sie auch beim Opel Calibra von Stefan Mücke und Ronny Scheer. Dieses Auto ebenfalls über den Winter restauriert worden, in die Originalfarben zurückversetzt worden. Und Sie sehen die Fahrernamen hinten auf dem Dachholm aufgebracht, Ronny Scheer und Stefan Mücke, die beiden Piloten. Klaus Hoffmann, der sitzt noch im Cockpit seines Opel Astra V8 Coupés DTM Jahrgang 2003. Dieses Auto viele Jahre in der Deutschen Bergmeisterschaft am Start gewesen, dann eben umkonfiguriert worden für den Einsatz auf der Rundstrecke. Vor 6 Wochen am Lausitzring war dieses Auto bereits in den Trainingssitzungen sehr, sehr schnell unterwegs und auch hier auf dem Norrisring kann dieses Auto möglicherweise an den großen Sieg im Jahr 2000 durch Joachim Winkelhock anknüpfen. Dort im Bild ein Schweizer, das ist der weitgereiste René Ruch aus dem Berner Oberland, der für die Equipe Biernoise an den Start geht. Auch der hofft noch einmal auf eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebes. Da sehen Sie seine Gattin im Bild. Das ist überhaupt eine lustige Geschichte. Das Ehepaar Ruch stets zu zweit unterwegs und die Gattin Svetlana mit Vornamen, die ist so ziemlich alles in diesem Team. Die kann Bremsen entlüften, die kann das Auto polieren, die kann Reifen wechseln. Und das ist tatsächlich eine wirklich putzige Geschichte und das zeigt, dass im DTM Classic Cup auch Familienteams ihre Daseinsberechtigung haben und dass es da nicht immer so professionell zugehen muss, was die Personalstärke angeht, sondern dass man dort auch als fahrende Eheleute an den Start gehen kann. Weiteres spannendes Auto im Feld, das ist André Nösse. Der sitzt im 1990 in der italienischen Tourenwagenmeisterschaft eingesetzten BMW M3 E30 im Monte-Shell-Design. Dieses Auto ehemals gefahren von Gianni Morbidelli. Der hat es später dann auch in die Formel 1 geschafft und dieses Auto ebenfalls über Jahre hinweg bis in das Jahr 2017 ein Restaurationsfall gewesen. Schön, dass wir dieses Auto aus dem Bigazzi-Team von Gabriele Raffanelli aus San Gimignano in Italien wieder am Start sehen. Gleich vor ihm der Audi V8 von Hans-Joachim Stuck. An diesem Wochenende der Pilot dieses Audi V8 aus dem Fundus von Anton oder Toni Werner. Davor sehen Sie Toni Werner selbst mit seinem orange lackierten Audi 200 Quattro Turbo. Einer der Publikumslieblinge des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring.
Nordschleife, unter anderem mit Christian Kohlhaas. Und dieses Auto ist insbesondere hier am Norrisring auf den Geraden einer der Mitfavoriten, eben aufgrund seines Turbomotors. Also in Sachen Topspeed ist dieser Audi nicht zu unterschätzen. Und auch der kann an diesem Wochenende eine ganz bedeutende Rolle spielen im Verlauf der beiden punktberechtigten Rennen. Es finden ja sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils ein Rennlauf über 25 Minuten plus einer Runde statt. Beide Läufe sind punktberechtigt. Das heißt, die Fahrer können hier gleich zweimal Punkte mitnehmen. Das war auch schon am Lausitzring so. Und das bedeutet, dass nach diesem Wochenende im DTM Classic Cup bereits 4 Punktrunden gelaufen sein werden. Und jetzt kommt die Information, es wird keinen Restart dieser freien Trainingssitzung geben. Die Streckenverhältnisse lassen das im Augenblick ganz offensichtlich nicht zu. Da sehen Sie den Race-Direktor Andreas Tamm auch mal ganz kurz im Bild in seiner roten Weste. Und da muss offensichtlich dann doch noch mal mit dem Besenwagen ein bisschen intensiver gearbeitet werden. Sie sehen das jetzt auch in der Bildmitte. Session will not restart. Also es gibt keine Wiederaufnahme des freien Trainings des DTM Classic Cups auf dem Norrisring. Morgen früh um kurz nach 9 geht es dann los mit dem ersten Qualifying mit all den Piloten, die Sie hier im Bild haben. Da fahren Sie noch mal kurz durchs Bild. Olaf Manthey zum Beispiel im BMW 635 CSI Coupé. Auch der BMW M3, den Sie hier im Bild sehen, mit Chris Nissen, dann wieder dabei Christian Kübel mit dem Bastos BMW M3 vom 24-Stunden-Rennen in Francorchamps. Marc Verret sehen Sie hier nochmal im Bild im niederländischen Tic-Tac BMW M3 E30 aus dem Team von Don Fink und auch den BMW 325i mit Peter Zimmermann. Mit diesen Impressionen vom freien Training soll es gewesen sein. Wir sehen und wir hören uns morgen früh zum Qualifying wieder. Bleiben Sie uns gewogen und bis dahin bin ich, Ihr und Euer, Carsten Krohme. Und ich bin raus. Dankeschön.